Weißt du was, Caroline? Es war mal ein Graf von Zeppelin. Er war beim Militär. Da hat er Geld unterschlagen, war er beim Militär nicht mehr. Weil das war richtig viel. Und dafür ist er auch geflogen. Aber nachweisen konnte man ihm nichts, egal wie verbringen. Und dann, hör mal zu, und dann hat der Graf von Zeppelin einen Zeppelin gebaut mit einem Luftballon. So groß. Und die Leute dachten, ah, da hat der Graf all sein Geld reingetan. Aber das geht ja gar nicht. Weil die dummen Leute nicht kapieren, dass dieser Schuft in diesen Luftballon nur heiße Luft reintut. Wer soll ihren Arm verringen mit der lecker Mädchen? Wer soll ihren Arm verringen, da wo ich zu Hause bin? Schwer soll ihren. Benutzen dich. Die benutzen dich und schmeißen dich weg. Das finde ich schon noch selber raus. Die schauen auf dich runter, Caroline. Ich lass mir von dir nicht ständig einreden, dass ich ganz unten bin. Jetzt trinken. Ich will nicht mehr trinken. Das einzige Sau, wenn man mich wahnsinnig, diese bekloppten Gesichter. Stell dich nicht über die einfachen Leute, Kasimir. In the shape of things to come. Too much poison kann man dann. Ist schon toll irgendwie. Weil jeder bekommt, was er will. Man kann sich alles wünschen. Konrad, aber man muss da was Besonderes sehen in jedem Tag. Das Leben in vollen Zügen genießen. Weißt du, was ich meine? Wenn man Achterbahn fährt, hat man auch das Gefühl, dass irgendwie man aufgeregt ist, dass irgendwas da hochgekommen ist. Was uns sehr wichtig war, dass es Düsseldorf 2013 ist. Darum auch die Bearbeitung und alle Recherchen, die wir zusammen gemacht haben, also angefangen von der Rheinkirmes bis hin zu Interviews in der Bevölkerung, damit wir auch schauen, wie interagieren wir denn heute. Ich denke mir so, das hier geht alles ganz schön den Bach runter. Ich meine so richtig runter, tiefer und tiefer. Und wir schauen immer höher und höher und tun so, als würden wir das nicht sehen. Aber ich weiß genau, was passiert, Mann. Ich weiß genau, was passiert. Das Ozonloch wird größer, Kinder werden gefickt. Chinesen springen massenweise von Hochhäusern, weil sie unsere Schuhe für 1 Euro im Monat stricken müssen, ja. Aber bald stehen die alle auf und ficken uns, verstehst du? Bald kommt eine ganze Horde von Zombies über uns und nimmt uns nicht nur die Schuhe wieder weg, sondern auch die Füße mit dazu. Und Recht haben sie, findest du nicht? Sie haben Recht. Was immer das, dieses Gefühl ist, genau passiert in dem Stück lange Zeit. Und irgendwann am letzten Bild landen sie langsam auf dem Boden und kann sein, dass bei uns ein bisschen noch tiefer sinken. Wir sind Liebespaare heute zusammen. Wie streiten die sich? Warum wollen sie auseinander oder warum eigentlich nicht? Also was ist der Subtext? Vielleicht lieb ich dir, aber lieben kannst du dir nur leisten, solange du Arbeit hast. Wenn du dann keine hast, braucht auch niemand deine Liebe mehr. Da ist nämlich kein Kapital dahinter. Mein Kapital sind jetzt noch 4 Euro. Mit denen besaufe ich mich und dann hänge ich mich auf.